Japan im PlayStation-Fieber. Am 21. Juli veranstaltete Sony in einem Hotel in Tokio das alljährlich stattfindende PlayStation Summer Meeting. Auf dem Treffen ging es diesmal um die kommenden PS2-Hits, die PlayStation Portable und die PlayStation 3. Bei der Veranstaltung wurden auch die PlayStation Awards 2005 verliehen. Abhängig von den verkauften Exemplaren wurden Spiele wie Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Winning Eleven 8 alias Pro Evolution Soccer 4 oder Gran Turismo 4 mit Gold, Platinum oder Triple Platinum ausgezeichnet. Das PlayStation-Sommertreffen war ein regelrechtes Fest der Neuankündigungen. Und so präsentierte Sony die erste Farbvariation der PSP in Keramikweiß. Vor einiger Zeit erschien in Nippon bereits ein PS2-Modell der gleichen Farbe. Das neue PSP-Modell verfügt bereits über einen Internetbrowser und kann mit eigenen Wallpapers ausgeschmückt werden. Und kann darüber hinaus noch Soundfiles im WAV-Format abspielen oder digitale Bilder im GIF- oder Bitmap-Format zeigen. Schätzungsweise wird auch die deutsche PSP einen Großteil dieser neuen Funktionen bieten. Das PlayStation Summer Meeting 2005 war obendrein die Showbühne für eine Handvoll PlayStation 3-Spiele. Die einen wurden schon auf der E3 im Mai gezeigt, die anderen feierten hier ihre Weltpremiere. Fast schon ein alter Bekannter ist das Mech-Action-Feuerwerk Gundam von Bandai. Es war bei der Veranstaltung die einzige richtige spielbare Demo gewesen. Die Bandai-Entwickler liefen mit einem Gundam-Kampfroboter durch die Stadt. Wie man sieht, handelt es sich hier noch um eine ganz frühe Version. Die Straßen sind noch nicht bevölkert und die Animationen des Mechs sehen noch total unfertig aus. Der grafische Gesamteindruck bietet trotz allem einen kleinen Vorgeschmack, welche Grafikpower die PlayStation 3 hat. Auf der E3 2005 zeigte Koei erstmals einen Trailer zu Nioh. Bei dem Actionspiel dreht sich offensichtlich alles um Massenschlachten, die im feudalen Japan über die Bühne gehen. Beim PlayStation Summer Meeting zeigte Koei eine Tech-Demo, die ansatzweise demonstriert, wie Spiele aussehen werden, die auf der PS3-Hardware laufen. Neben Bandai ist auch From Software eine Top-Adresse in Japan, wenn es um Mech-Spiele geht. Das neueste Werk, das auf der Sony-Veranstaltung vorgestellt wurde, hört auf den Namen Project Force. Möglicherweise ist es der Arbeitstitel für einen neuen Armored Core-Teil. Die hier gezeigten Szenen stammen aus dem Trailer, der auf einer großen Leinwand lief. Genji für PlayStation 2 kam Ende Juni in Japan heraus. Jetzt folgte bereits ein Teaser-Trailer zum zweiten Teil, der für die PS3 erscheinen wird. Die Samurai-Oper, die stark an die Onimusha-Serie erinnert, wird von Yoshiki Okamoto und seiner Firma Game Republic entwickelt. Okamoto war früher einer der wichtigsten Köpfe bei Capcom. Er war maßgebend an den Erfolgen von Resident Evil, Dino Crisis, Street Fighter oder Devil May Cry beteiligt. Kein neues Star Wars Spiel und kein neues Turrican. Die deutschstammigen Entwickler von Factor 5, die vor kurzem noch exklusiv für Nintendo gewerkelt haben, überraschten mit einem vollkommen neuen Titel, der Leer heißt. Man zeigte einen Trailer, der angeblich ausschließlich aus Echtzeitgrafik besteht. Unschwer zu erkennen, dass die feuerspeiende Drachen eine große Rolle in Leer spielen, was ja ins Deutsche übersetzt Unterschlupf für Tiere bedeutet. Mehr Infos zu diesem Spiel soll es auf der Tokyo Game Show im September geben. Ladies and Gentlemen, und nun die Premiere von Resident Evil 5 für die PlayStation 3. Obwohl der vierte Teil für die PlayStation 2 erst im November herauskommt, gibt Capcom mächtig Gas. Resident Evil 5 soll an die Resident Evil 4 Story anknüpfen. Zu den Schauplätzen gehört auch die Wüste und eine Wüstenstadt. Im Trailer sind schlurfende Gestalten zu erkennen. Daraus kann man Rückschlüsse bilden, dass es wieder Zombies geben wird. Drei große Fragezeichen hinterlässt der neue Hauptcharakter, dessen Name noch nicht bekannt ist. Im Internet sind Meldungen aufgetaucht, dass es sich um Bruce McGavin handeln könnte, der im PS2 Lightgun-Shooter Resident Evil Dead Aim der Hauptcharakter war. Grund dafür ist die unabstreitbare Ähnlichkeit beider Personen. Und Jun Takeuchi, der Director von Resident Evil 5, ist kein unbeschriebenes Blatt. Er wirkte bereits vor 9 Jahren am ersten Resident Evil mit. Später hatte er auch bei der Onimusha-Serie seine Finger mit im Spiel. So, das war's mit unserem Bericht vom PlayStation Summer Meeting 2005.